Ja, seit Wochen schon zeigen uns die Französinnen und Franzosen, wie man sich wehrt, wenn eine Regierung Gesetze beschließen will, die die Beschäftigten wehrlos machen, die ihre soziale Situation verschlechtern. In Frankreich wird gestreikt, es werden Straßen blockiert und es wird ganz massiv Druck gemacht. Am 14. Juni wird es eine große Demonstration und eine große Aktion geben, um genau diesem Protest noch einmal Nachdruck zu verleihen. Und ich finde auch von dieser Stelle, ich habe riesen Respekt davor, wie sich die Menschen in Frankreich wehren. Ich finde das großartig und ich finde, wir sollten ganz, ganz viele, die die Möglichkeit haben, auch am 14. Juni dabei zu sein, sollten wir nach Paris kommen und wir sollten auch, wenn wir uns hier äußern, immer wieder klar machen, wir sind an eurer Seite, wir sind solidarisch und wir können von euch noch einiges lernen, auch für Deutschland, wie man Regierungen mit neoliberaler Politik unter Druck setzen kann.